Herzlich willkommen zum Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erreni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich habe mir einen Christbaum gecheckt. Also ehrlich gesagt ist das nicht mein Christbaum und auch wenn ich ab und zu Übertreibungen neige, keine Angst, das ist ein Ausstellungsstück. Aber ich finde, das passt ganz gut in die Weihnachtszeit und in die Adventzeit. Und nachdem ja alle auf Geschenkejagd gehen und man immer schaut, wem kann ich was schenken und wo kriege ich was, dass ich wem eine Freude mache, finde ich das eigentlich ganz passend als Kulisse. Ja, heute geht es um Geschenke. Und es gibt ja natürlich Leute, die sagen, okay, wir schenken uns gar nichts. Dann gibt es Leute, die sind richtige Geschenkejäger und hamstern sich die Geschenke rein. Und ich bin ja da ein Fan des Mittelwegs. Das heißt, wenn ich etwas weiß oder wenn ich das Gefühl habe, ich finde da etwas für jemanden, der sich darüber freut, dann kaufe ich das und ich warte dann gar nicht bis Weihnachten, sondern wenn ich es habe, dann gebe ich es her und mir ist das dann auch egal, ist das Geburtstag oder sonst was. Und so schaue ich dann einfach immer, dass ich etwas Sinnvolles habe, beziehungsweise etwas, wo ich Freude habe, dass ich es gebe. Denn letzten Endes soll ja das Schenken auch irgendwo Freude machen und nicht nur Stress sein. Und das übersehen wir halt leider oft mal. Und ich habe das erlebt bei meiner Tochter. Also da war ja Weihnachten eine Geschenkeorgie, jetzt einfach von der erweiterten Familie her. Also da konnte man ja gar nicht mehr unter den Christbaum gehen, weil da alles so voller Packerl war. Und eigentlich konnte das auch meine Tochter gar nicht so schätzen, weil es einfach so viel ist. Und ich glaube einfach, dass Achtsamkeit, das Bewusstsein beim Schenken und auch wenn man das Gefühl hat, das macht jemandem Freude, viel, viel mehr Sinn macht, als jetzt einfach die Quantität, also da eher auf Qualität achten. Ja. Und so halte ich es eigentlich bis heute und ich bin auch sehr entspannt. Und das ist jetzt kein Greenwashing meines Unternehmens, ich habe auch keinen Christbaum. Also ich rette aktiv die Umwelt, indem ich entscheide, keinen Christbaum aufzustellen, weil eigentlich ich die schlimmsten Erfahrungen mit Christbäumen habe. Erstens einmal finde ich es unglaublich mühsam, einen Christbaum reinzuschleppen und rauszuschleppen. Und ich finde es ehrlich gesagt auch für mich jetzt ziemlich sinnbefreit, das Ding aufzustellen. Und man sagt immer, ja, die Kinder sind so alt und das bringt es ja nicht mehr. Aber ehrlich gesagt habe ich für mich keinen so einen Spaß an diesem Ritual. Das nächste ist, ich bin ja ein voller Deko-Fan und meine ganze Dekorationsenergie geht drauf, meistens zu meiner Geburtstagsfeier und zu Halloween, was sich beides in Oktober abspielt. Das heißt, ich habe meistens gar keine Dekorationsnerven und Wünsche mehr zur Weihnachtszeit. Und da ist dann irgendwie die Luft draußen und da stelle ich mir dann einen Gremlin auf und das war's dann. Ich weiß, das klingt jetzt nicht sehr energetisch, aber ich halte es da eher ein bisschen down to earth und puristisch. Naja, und die Geschichten, warum es keinen Weihnachtsbaum gibt, es gibt zwei Erlebnisse unter dem Weihnachtsbaum. Das sind jetzt keine Kindheitstraumata, sondern die sind noch aus jüngerer Vergangenheit. Das eine ist mal, mir ist buchstäblich mal ein Christbaum brennend geworden. Ja, ich bin einer dieser Idioten. Es ist nicht schlimm gewesen, muss ich gleich mal dazu sagen. Also es ist kein Feuerwehreinsatz oder sonst was. Aber es war eine Wunderkerze und ja, die hat dann zu sehr am Baum gewundert und hat dann ein Ästchen angezündet. Und da habe ich mir schon gedacht, muss nicht sein. Und die zweite Geschichte ist, es sollte ein ultimativer Weihnachtsbaum werden, Kinder da und wunderbar. Und es ist gestanden, dieser Baum nadelt nicht. Der hat auch nicht genadelt, der hat geästelt. Also wie ich den versucht habe rauszubringen, weil man kriegt ihn ja verschnürt und toll ins Haus rein, aber wenn man versucht, den rauszukriegen, ist er ja verdummt, also gleich mal entfaltet. Und das war definitiv ein Problem, denn ich hatte eine Spur von lauter Ästen. Und jetzt konnte man die auch nicht saugen, sondern das war dann wirklich so, ich glaube, das reisig auf hinter dem Christbaum her. Und das war das zweite Erlebnis, warum ich persönlich keinen Weihnachtsbaum mehr habe. Naja, es muss ja nicht immer sein. Das heißt nicht, dass ich nicht in Weihnachtsstimmung komme, denn ich finde es ja hier gerade ganz kuschelig hinter diesem oder vor diesem monströsen Weihnachtsbaum.
Wie hältst du es denn mit Christbäumen? Und ich schwöre, das war die letzte Christbaumgeschichte, die ich habe. Mehr habe ich nicht, außer ich habe mal coole Geschichten. Dann werde ich demnächst wieder was erzählen von coolen Christbaumgeschichten. Was ich allerdings nicht glaube, weil ich ja keine Christbäume mehr habe. Okay, also dann, ich wünsche dir eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit, ob mit Reisig, ohne Reisig, mit Holz vor der Hütte oder ohne Holz vor der Hütte, und eine gute Zeit generell. Schönen Advent, bis nächste Woche, dein Oliver Ereni. Tschüss.